Das Rätsel ist Lösung direkt vor der Nase. Herr Haushofmeister, ich habe... Du schon wieder? Vier Eichenblätter. Ich habe alle vier Eichenblätter. Was? Du? Zeig her. Tatsächlich. Der Lord sieht MS die ganze Färberbande, wer der Dumme war. Nicht so schnell. Eine Aufgabe steht dir noch bevor. Aber ich habe alle vier Blätter beisammen. Nimm diese Stadtbanner und hisse es vor den Toren der Burg. Oh je. Das riecht nach Schikane. Es ist ein Tribut an deine Stadt und an deinen König. Es zeigt deinen Stolz, Untertan des Andergaster Königshauses zu sein. Kinderspiel. Na dann. Spiel damit nicht rum, Vogelfänger. Ich dachte, wir sollen kuppeln. Fahnenhalterung. Achso, Andergaster Banner. Der Vogelfänger hat gewonnen. Das ist kein gutes Omen. Du hast den Sieg in der Eichenblattqueste errungen. Wer hätte das gedacht? Um deine Ehrung zu empfangen, darfst du heute vor den König treten. Aber einer wie du wird nicht einfach so zum König vorgelassen. Höre mir also genau zu. Alles, was ihr sagt, Meister Haushofverwalter. Königlicher Haushofmeister. Entschuldigt. Die erste Regel. Sprich nur, wenn du angesprochen wirst. Keinesfalls dem König ins Wort fallen. Oder mir. Und du gehst nicht weiter als 7 Schritte vor den Thron. Jawohl. Du weißt, wie viel 7 ist, ja? 7 kommt nach der 6. Der König wird mit königlicher Hoheit oder Majestät angesprochen. Ich werde so verkacken. Königliche Hoheit, so wird es gemacht. Bereite mir keine Schande. Ein falsches Benehmen und du bist die längste Zeit in Andergast gewesen. Dann bringen wir es jetzt hinter uns. 9 Dorf. Rapport. Die junge Königin von Nostria wird die kommenden Tage nicht vergessen, Majestät. Wurde die Garde aus der Rüstungskammer eingekleidet? Und ist endlich der Bote mit den Willkommensgrüßen entsendet? Nicht nur das, mein König. Feine Pasteten sind aus dem Albernischen eingetroffen. Sie munden vorzüglich. Und für das abendliche Gastspiel konnten wir endlich die Rolle des Schurken Murgol besetzen. Es ist der alte Buckeldorn, mein König. Eine interessante Wahl. Soll er aber die Königin nicht allzu schrecken? Wie ihr wünscht, mein König. Wer ist der junge Mann dort? Auch ein Schausteller? Majestät, die Eichblattqueste der kleinen Tournei für das einfache Volk hat heute einen Sieger gefunden. Der junge Geron aus dem Ledererviertel. Sehr formelle Anrede, stolze Anrede, normale Anrede. Euer Majestät? Der Junge ist Zögling des Waldläufers Gwynling. Ist das wahr? So ist es, Majestät. Der alte Gwynling. Ohne ihn müssten wir wohl noch heute den Seher fürchten. Majestät, vergesst nicht, dass... Er hat seine Schuld beglichen, wie dem auch sei. Hiermit ernenne ich dich zum Sieger der Eichblattqueste, Geron. So sei es gesprochen und gesiegelt im 1889. Jahr der Unabhängigkeit. Mögest du Andergast stolz machen, Junge. Du kannst dich jetzt bedanken und erheben. Hab Dank für diese Ehre, Euer Majestät. Deine Audienz ist beendet. Wartet. Sag, hast du das Jägerhandwerk von Gwynling gelernt, Geron? Sicher. Wölfe und Bären müssen sich vor mir fürchten. Nun, diese plagen uns auf der Burg nur selten. Sagt von Neuendorf, konnte inzwischen etwas gegen die Krähen im königlichen Gästegemach unternommen werden? Majestät, wir unternehmen alle Anstrengungen. Aber? Sie geben sich sehr hartnäckig, mein König. Wahrlich, biestige Krähen. Das höre ich seit Tagen. Das Gesinde gibt sein Bestes. Nicht gut genug. Die nostrische Königin wäre beleidigt. Geron,
Wirst du mit ein paar Krähen fertig? Das sind Vögel wie alle anderen. Man lockt sie, casht sie, hat sie. Das ist ein Wort. Hiermit erteile ich dir den Auftrag, das königliche Gastgemach von allen Krähen zu befreien. Aber Majestät... Der ganze Hof ist in Aufruhr, Neuendorf. Ihr könnt sicherlich eine helfende Hand gebrauchen. Natürlich, mein König. Ich frage nur, ihr wisst schon, was man über ihn sagt. Bleibt mir weg mit Volkes Aberglauben. Es ist beschlossen. Bringt den Jungen sofort in das verwüstete Gemach. Sehr wohl, mein König. Mach deine Sache gut, Geron, und wir sehen uns wieder. Andergasts Schicksal liegt in deinen Händen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein König. Da hast du mir ja was Schönes eingebrockt, Junge. Wehe, du bringst uns Unglück. Ich werde mein Bestes geben. Die Krähen haben sich seit gestern hier eingenistet. Das Beste geben, ihn Unglück zu bringen. In wenigen Tagen trifft die Königin von Nostria ein. Das hier ist das einzig angemessene Gemach für einen solchen Gast. War bestimmt ein hübsches Zimmer. Spare dir die frechen Worte. Fang lieber die Krähen. Fangen, nicht töten. König Efferdans Gemahlin will keine schlechten Omen, hörst du? Verstanden. Ich denke mir etwas aus. Und keine Diebesfinger. Okay, wir können doch hier mal einen Teppich. Aber bestimmt jetzt das Taubenei in den Netzfalle. Ein Vogelfänger braucht zwei Dinge. Die richtige Falle und den passenden Köder. Jetzt können wir die Falle bestimmt auf den Teppich platzieren und... Oha. Der erste Vogel ist gefangen. Was war das? Nichts. Alles in Ordnung. Gefangene Krähe. Ich locke die Krähen in den Kamin und spanne das Netz davor. Dann fliegen sie durch den Schacht und durchs Fenster wieder hinein. Okay. Ich locke die Krähen in den Kamin und spanne das Netz davor. Dann fliegen sie durch den Schacht und durchs Fenster wieder hinein. Müssen wir das Fenster irgendwie schließen? Und Kerzenhalter. Sechs Arme. Nicht schlecht, um ein Netz aufzuspannen. Okay, können wir jetzt das Netz irgendwie... okay. Unerreichbar. Mit bloßer Hand fange ich die nie... Nur fangen, nicht töten. Ich bezweifle, dass mein Flötenspiel irgend... das Wurfnetz. Okay. Wie haben wir die jetzt da raus? Weicher als mein Bett. Können wir irgendwas werfen?
Vielleicht. Nein. Die müssen wir ja. Ich weiß nicht. Puh. Also. Jetzt haben wir da schon eine Falle, ein Wurf, das Wurfnetz. Tja, vielleicht. Hatte schon bessere Einfälle. Ah, vielleicht können wir hier. Oha. Eine Rückblende. Habe ich es mir doch gedacht. Was? Wo bin ich? Die Hinrichtung. Der Seher. Schweig. Keine schlimmen Omen. Und ich habe auch noch beim König ein gutes Wort für dich eingelegt. Wir haben doch zwei schon gefangen. Was ist passiert? Ich weiß, was passieren wird. Bis zur sechsten Abendstunde fängst du die Krähen ein. Oder du kommst an den Pranger. Die Krähen, richtig. Das hat wohl nicht geklappt. Deine Sanduhr rieselt, Vogelfänger. Bis zur sechsten Abendstunde. Dieser Traum, er... Reiß dich zusammen, Geron, und kümmere dich endlich um diese Krähen. Der König vertraut mir. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Wie sollen wir das machen, wenn wir beim Sezieren etwas herausgefunden, das mir weiterhilft. Tja. Der Spielmann. Ah, der Vogelfänger. Ich wollte gerade pausieren, aber zu deinem Sieg spiele ich dir noch schnell ein Lied. Ja, spiel irgendetwas, das Krähen vertreibt. Was sagst du? Nichts, ich muss jetzt weiter, hab was zu tun. Schade. Ach, ich spiel trotzdem noch etwas. Ich dachte, der hilft mir. Ja, wenn du willst. Aber ich kann nicht zuhören. Ich muss gleich weiter und etwas erledigen. Schade. Tja. Hilda? Hilda! Ah. Tag, Schmied. Verschwinde, Vogelfänger! Ich habe den Wettbewerb gewonnen. Na, das kann ja nur den Untergang der Stadt bedeuten. Unsinn! Und? Bist du jetzt Dritter? Nein! Schön weiterschleifen. Halt den Schnabel! Wir müssen uns jetzt noch verprügeln lassen von denen. Oder auch nicht. Geron, du kommst genau richtig. Ein Stimmungswechsel beim Alten? Das kann nicht gut sein. Du musst eine Fee für mich fangen, so schnell es geht. Eine Fee? Eine Fee? Was ist in dich gefahren? Es bleibt keine Zeit. Hilf mir. Wozu brauchst du eine Fee? Soll sie für dich die Krähen vertreiben? Ich mag mich irren, aber der Seher ist vielleicht zurück. Wieder diese Schauergeschichte? Du sprichst in Rätseln. Hilf mir lieber, die Krähen aus dem königlichen Gästezimmer zu verjagen. Später. Tu jetzt einfach, was ich dir sage. Wieso sollte der Seher zurück sein? Er ist doch tot. Wir alle haben ihn sterben gesehen. Aber jetzt sind nicht nur die Krähen zurückgekehrt. Sondern auch die Elster? Morde, Geron.
wo keine geschehen dürfen. Erst Ritter Olderich, jetzt Magistra Dorota. Sie hatten den Seher auf den Scheiterhaufen gebracht. Wer weiß, was noch geschieht. Was hat denn eine Fee mit dem Seher zu tun? Nicht eine Fee. Die Fee. Du musst sie fangen, bevor es jemand anderes tut. Was kümmerte den Seher die Fee? Nur sie kann die Macht der Zauberharfe entfesseln. Kein Mensch, auch der Seher nicht, kann sie spielen, ohne zu sterben. Bei den Göttern. Wenn er zurück ist, wird alles wieder beginnen. Du sprichst in Rätseln, alter Mann. Was ist das für eine Zauberharfe? Ich weiß es nicht. Sie stammt angeblich aus dem Feenreich. Aha. Ist sie das hier auf der Zeichnung? Sie könnte so aussehen. Wer weiß das schon? Was wollte der Seher mit der Harfe anstellen? Er begehrte sie, denn sie war das Tor zu seiner Macht. Oder zumindest glaubte er das. Welche Macht besitzt die Harfe? Niemand weiß es. Doch wenn die Harfe erklingt, wird Andergast untergehen. Deshalb fang die Fee. Sie ist der Schlüssel. Und wie fange ich eine Fee? Woher weißt du so viel über den Seher? Ich habe damals die Helden zu ihm geführt. In sein Versteck im Steineichenwald. Du warst Teil der Heldenqueste? Jäger und Fährtenleser. Wir haben ihn gefangen und später verbrannt. Und jetzt sind der Ritter und die Magierin tot. Vertrau mir, dann wird alles gut. Warum hast du mir von all dem nie erzählt? Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Offenbar war sie das nie. Wie hast du diese Krähe dort gefangen? Ein besonderer Lockstoff. Doch dazu braucht es von Feenmagie berührtes Wasser. Das führst du also sowieso dorthin, wo die Fee lebt? So ist es. Fange ich die Fee? Hilfst du mir mit den Krähen des Königs? Versprochen. Nur beeil dich. Das musst du mir nicht sagen. Also gut. Wie fange ich eine Fee? Die Fee lebt in einem Versteck im Steineichenwald in der Nähe eines alten, aber verschlossenen Feentors. Suche etwa 2 Meilen nördlich des alten Fingers, wo die Einbeeren blühen. Wenn du den großen Wasserfall hörst, bist du richtig? Ach, das finde ich. Locke die Fee am besten mit einem Flötenspiel aus ihrer Höhle. Sie ist neugierig, aber auch vorsichtig. Und dann fange ich sie in einem Käfig. Feen können tückisch sein. Lass dich nicht von ihr verzaubern. Keine Sorge. Hat sie Flügel, fange ich sie. Und mit diesem Feenwasser kann ich meine Krähen fangen? Ja. Alle anderen Zutaten lassen sich leicht finden. Wunderbar. Der König wird staunen. Ich bin jetzt auf dem Weg. Du darfst nicht versagen. Nimm uns den Käfig mit. Ist der Käfig repariert? Ja, und pass in Zukunft darauf auf. Lange brauchen. Du sollst die Finger davon lassen. Zerbrichst es nur. Na dann, fangen wir uns eine Fee. Okay, jetzt kommen wir hier lang. Also dann. Heda! Oh, das tut mir leid. Was? Nichts. Du machst das gut. Üb ruhig weiter. Ich bin gar nicht da. Du bist ganz allein im Wald und niemand ist da, um dich zu beurteilen. Auch ich nicht. Ich bin schon weg. Das muss sie sein. Halt, warte. Angst und Frechheit in die weite Welt. Komm doch raus. Wer? Na du. Wer ich? Du bist doch allein. Ich bin nicht allein. Du bist hier. Und wer noch? Niemand. Aha. Wärst du ein Freund des Waldes, sie wären alle da. Die Mooskrokodile und die Haselnusshörnchen. Der Kieselkranich würde dir zu Ehren aus dem Himmel nieseln. Und die Holzfüchse ein herrliches Feuer veranstalten.
Alle würden tanzen. Was? Aber da du kein Freund des Waldes bist, sind sie alle zu Hause geblieben. Ihr sprecht in Rätseln, meine Freundin. Wäre mein Freund, ich ein Freund des Waldes, kämest du dann heraus? Meine Dame. Ja, dann hätten wir etwas, worüber wir reden könnten. Ansonsten stünden wir nur schweigend herum. Und um ein Freund des Waldes zu sein, muss ich... Freunde haben. Richtig. Harzmäuse zum Beispiel. Oder Papierfinken. Und wo finde ich sowas? Wer keine Freunde hat, der muss eben welche erfinden. Was hat Gwendling mir hier bloß aufgehalst? Ich soll mir also einen Freund erfinden? Ein Waldfreund, ja. Er muss aus dem Wald gemacht sein. Freunde von Waldfreunden sind auch meine Freunde. Bin gleich zurück. Erfinden wir uns also einen Freund. Was versteckt sich da im Laub? Nachschauen. Dann muss ich wohl im Laub wühlen. Au, keine Fee, nur ein Igel. Okay. Hallo? Bin gleich zurück. Hier. Da bin ich ja mal gespannt. Wie wir das jetzt anstellen wollen. Das ist keine Hilfe. Keine Zeit für... Ich muss dringend... Vielleicht können wir... Magst du das? Offenbar der falsche Köder. Können wir ihn als Freund gewinnen? Tja... Oh, eine Schnecke. Oha. Hammer, Schnecke. Das ist ein schönes Schneckenhaus. Das mache ich nicht kaputt. Das wäre es noch. So, wir haben eine Schnecke. Die Schnecke, Jurka. Meine beste Waldfreundin. Du hast sie gerufen, aber sie ist zu Hause geblieben. Sie scheint dich nicht besonders zu mögen. Halt die Haus doch mit. Aha, okay. Vielleicht kommen wir die Falle hier wieder... Kombiniere Falle mit Schnecke. Mein Kopf ist leer. Endlich ein Tier, das leicht zu fangen ist. Das können wir doch jetzt. Die Schnecke, Jurka, meine beste Waffe. Du hast sie gerufen. Sie scheint. Und die Falle hier irgendwo hinlegen. Oha. Gut. Vielleicht gibt sich Gwendling auch mit einem Igel zufrieden, falls ich die Fee nicht fange. Das hast du davon, Stachelmännlein. Du darfst unsere Gäste nicht immer stechen. Kein Wunder, dass uns niemand mehr besucht. Au! Okay, wir haben Stacheln. Hallo? Schau, der Igel hier. Der ist mein Freund. Aber du musstest ihn einsperren, damit er bei dir bleibt. So behandelt man keine Freunde. Ach, Blödsinn. Bin gleich zurück. Ich kann nicht mehr ein Basteln hier. Mit Kastanien. Ein Eichelmännchen? Nein. Doch, eine Eiche. Eiche. Eiche-Dings. Warum nicht? Laub raufen. Vielleicht noch ein bisschen Laub dazu. Das dann... lasse ich lieber. Ich
Sie wollte, dass wir uns einer erfinden. Vielleicht. Nichts. Tja. Kastanien bräuchten wir, können wir uns den typischen, standardmäßigen. Nein, bitte bleib hier. Ich habe doch so. Also schön. Können wir uns schön Kastanienmännchen bauen. Man kennt's doch. Ganz alte Geschichte. Aber rufen wir Kastanien, wir haben nur eine Eiche. Lang und spitz. Nichts. Nichts. Das ist ein Stock. Mit Kastanien sicher. Sicher die Bäume, aber. Eine Kastanie habe ich ja noch nicht entdeckt. Da können wir nicht lang. Tja. Oh, Kastanienzweig. Na, die kleinen grünen Dinger habe ich jetzt hier nicht gesehen. Davon habe ich ganz viele. Okay, Kastanienmännchen. Locke die Fee mit einem Flötenspiel aus ihrer Höhle. Meisterhaft, Gwynling. Also gut. Das hierhin. Das dahin. Das dorthin. Classic. Kastanienmännchen. Ein klassisches Kastanienmännchen, wie man es schon aus dem Kindergarten kennt. Hallo? So, hier. Ein Kastanienkönig. Ein König? Wirklich? Ja, er herrscht über das Reich der Kastanien und er ist mein Freund. Es ist mir eine Ehre, eure kleine Majestät. Geron hier ist mein liebster Freund des Waldes, werte Fee. Ihr dürft beide ein. Kann ja fast nach Kunk. Tiefe Stimme ist immer denn. Uha. Eine Höhle. Eine Feenhöhle.